Zack, bumm, da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Abend und Gott zum Gruße sagt Ihnen Ihr Walter Freiwald mit Ihrem RTL-Shop. Und heute dreht sich alles um das Thema Handwerk, meine Damen und Herren. Und warum sollen wir Herren der Schöpfung da eigentlich immer selber Hand anlegen? Deswegen habe ich mir heute die charmante Heimwerker-Expertin Steffi Seiler, keine ist geiler, eingeladen. Herzlich willkommen, Steffi. Endlich mal eine Frau, die weiß, wo der Hammer hängt. Hallo Walter und hallo liebe Zuschauer zu Hause. Ich präsentiere heute den 50-teiligen Werkzeugkasten der Qualitätsfirma Hobelmax. Und das Tolle. Die Steffi und der Hobelmax ganz allein im Hobbykeller. Da möchte ich ja nicht wissen, wer da wen hobelt. Wie gesagt, der kostet heute nur 85 Euro und 95 Cent, liebe Damen und Herren. Guck und mal. Im Cent enthalten sind so nützliche Dinge, wie zum Beispiel super, dieser super Engländer hier, mit dem sich Schrauben und Muttern ganz einfach lösen lassen. Tja. So ist er, der Engländer, ne, Steffi? Scheiße Fußballspiel, nicht mal bei der EM dabei, aber dann mal eben eine verklemmte Mutter locker machen. Ich bin gleich wieder ernst. Ja, hier, dieser kleine Fuchsschwanz. Oh, kleiner Fuchsschwanz, Fuchsschwanz. Achtung, Fuchsschwanz, ne? Steffi, wenn du den länger noch so in der Hand hältst, ne, dann wird der Fuchsschwanz immer größer. Pimmelalarm! Steffi, was hat unsere kleine Heimwerkerfee sonst noch Tolles in ihrem 50-teiligen Werkzeugkasten gefunden, sage mal? Tja, Walter, so einiges. Wie zum Beispiel diesen, wie ich finde, sehr schön gearbeiteten Bohrfutterschlüssel. Bohrfutter, Bohrfutter! Bohrfutter erinnert mich immer an das Candlelight-Dinner, bevor es knickknack zur Sache geht, ne? Bohrfutter, erst Bohrfutter, dann ruf auf die Mutter. Entschuldige, ich bin gleich wieder ernst. Sage mal, was ist denn jetzt das da? Tja, Walter, das ist ein Drillbohrer mit Drillbohrer, Drillbohrer! Das erinnert mich immer an die Bundeswehr, ne? Damals beim Zapfenstreich, da habe ich das auch. Das ist wie gesagt ein ganz normaler Drillbohrer. Ja, natürlich, Steffi. Wie funktioniert denn jetzt eigentlich so ein Drillbohrer? Gut, dass du fragst, Walter. Das ist ganz leicht. Mit einem Drillbohrer kann man eigentlich alles machen. Der Drillbohrer ist was, womit man eher weiche Materialien super bearbeiten kann. Man setzt ihn senkrecht auf. Oben hält man mit links schön fest und drückt ein bisschen. Und unten wird mit der anderen Hand aufwärts und abwärts bewegt. Auf und ab. Hierbei ganz wichtig, immer schön gleichmäßig aufwärts und abwärts bewegen. Das kann man auch schneller machen. Da entwickelt jeder sein eigenes individuelles Tempo, bis das Loch fertig ist, meine Damen und Herren. Walter? Nicht aufhören, bitte nicht aufhören. Ne, Steffi? Und was hast du denn noch für tolle Dinger in unserem Top-Angebot des Tages, unserem 50-teiligen Werkzeugkasten der Firma Hobelmax verfickt, versteckt oder sag doch mal? Tja, also auf einen möchte ich auf keinen Fall mehr verzichten. Mit ihm kann man praktisch alles anstellen und zwar mit dem Leatherman. Die Steffi und der Leatherman allein im Hobbykeller, ne? Oder ist es eher ein Domina-Studio bei dir da unten? Entschuldige, Walter. Kann es sein, dass du verdammt schmutzige Fantasien hast? Ich wieso? Das sind ja alles ganz normale Werkzeuge. Da muss man sich keine schwülen Gedanken machen. Guck mal. Ganz normales Zeug, Walter. Oh. Ganz normal hier. Super, super. Ein Nageleisen. Ein Nageleisen. Damit würde ich auch gerne mal bei mir. Oder hier, eine ganz normale Popnietenstange. Popniete, Popniete. Das hat so meine Ex-Frau auch immer zu mir gesagt. Und was ist bitte schön so doppeldeutig an einem Nippelspanner, Walter? Sag's mir, was? Nippelspanner! Leck mich!